So, hallo meine lieben Photoshop-Freunde und hoffentlich auch Begeisterten. Das hier wird ein Photoshop-Tutorial zu einer Bearbeitungsmethode, die ich letztens ja, entdeckt habe. Weiß nicht, ob sie jemand schon anders gemacht hat. Ich habe sie zumindest diesmal das erste Mal verwendet. Ich werde euch nun zeigen, wie ich das Ganze gemacht habe und wie das Ganze dann ausschauen wird. Die Bilder, die ich hier verwende, sind von mir selber gemacht. Ich bin Fotograf, also naja, leidenschaftlicher Fotograf. Und ich werde auch eine PSD-Datei hochladen und mit der Bearbeitung, damit ihr euch das dann anschauen könnt und genau nachvollziehen könnt, werde ich dann in der Videobeschreibung posten, damit ihr da euch danach genau informieren könnt, wie ich denn das gemacht habe. So, fangen wir an. Das Ganze soll so aussehen. Also, was man sieht, viel stärkere Kontraste, knalligere Farben, leuchtende Augen. Dieses Grün hier von den Blättern ist viel stärker. Da sieht man das ganz gut. Gut, gehen wir noch ein bisschen weiter rein. Was wir hier haben, ist einmal das da. Gehen wir mal alles hier weg. So, erste Ebene: Schärfung. Schärfung und Kontrastverstärkung. Nächste Ebene. Ist dann für diese tiefe Schwarz und die Kontrasterhöhung zuständig. Dann haben wir noch eine zum Aufhellen. Hier. Und dann noch etwas für die Augen. Sind die Augen aufgehellt. Hier schauen wir uns das mal hier genau an. Das hier. So. Gut, fangen wir an. Ich habe bei dem Bild schon eine Grundretusche vorgenommen. Also retuschieren müsste vorher, da mache ich auch noch irgendwann nur ein Video dazu, aber das ist jetzt gerade unwichtig. Erstmal Ebene duplizieren, Hintergrund Kopie 2. Dann gehen wir auf Filter, sonstige Filter, Hochpass. So, da habe ich jetzt hier einen Wert von 25. 25 genau, ist besser zu merken. Und dann seht ihr hier, dass diese Kanten hier so zu sehen sind, mit Tiefen und Höhen viel stärker. Machen wir es mal okay. So, dann gehen wir auf Ebenenmodus, also genau, und gehen hier auf ineinander kopieren. Overlay wäre es beim englischen Photoshop. Dann haben wir das hier. Jetzt seht ihr, okay, das ist schon ganz gut hier so Stärke und okay, aber hier, boah, da wird ja die Haut ganz grieselig. Deswegen gehen wir auf das Pinsel-Tool, hier, Pinsel, wählen eine schwarze Farbe aus, einfach schwarz, und gehen dann hier auf den Maskierungsmodus, da unten. So. Und jetzt malen wir alles, was wir nicht so geschärft haben wollen, also beispielsweise diese Haut hier, malen wir einfach schwarz an sozusagen. So, ich mache das jetzt hier mal so ganz grob. So. Super. Und jetzt seht ihr, es sind noch die äußeren Bereiche, die dich also haben will. So, was ich jetzt natürlich übermalt habe, sind die Augen. Die will ich aber natürlich auch so glänzend und kontrastreich haben. Also nehme ich mal Radiergummi hier. Gehe näher ran. Und wir radieren uns hier diese Augen wieder frei. Zack, zack, zack. Und hier drüben auch. Könnt ihr auch über die Lichtflecken im Auge könnt ihr rübergehen. Ich lasse die meistens drin, weil ich die ganz gut finde. Und anderen Leuten Informationen darüber geben, wie ich das aufgebaut habe. Jetzt seht ihr, Augen wurden auch geschärft. Das ist der Effekt, den ich haben wollte. Gut. Nächster Punkt. Nächster Punkt wäre, dass wir diesen kontrastreichen und sättigungsstarken Look hinbekommen. Das bedeutet, wir markieren uns diese zwei Ebenen, Hintergrund und Hintergrundkopie. Rechtsklick, Ebene duplizieren oder Steuerung J oder Apfel J bei Mac. Wenn ich mich nicht irre, bei Windows auf jeden Fall Steuerung J. Gehen auf Ebene duplizieren. Okay. Haben wir die gleich ausgewählt. Dann wählen wir die kopierten aus. Rechtsklick auf eine Ebene reduzieren. Das bedeutet, wir haben die zwei da unten. Das da oben sozusagen, wir können es hier ausblenden und so. Und das passiert gleich, weil das Ganze ist hier oben dabei. So, jetzt gehen wir auf die kopierte Doppelebene sozusagen. Und gehen da wieder auf Ebenenmodus. Und ineinander kopieren. Also Overlay wieder in Photoshop. Und dann haben wir das da. Das, was wir eigentlich haben wollten. Ist uns mir hier zu stark, eindeutig zu stark. Also gehe ich auf Deckkraft und reduziere die so, ja, in die Richtung. Jetzt bin ich über 56, nehme 54, gefällt mir ganz gut. Lasse ich so.
So, jetzt ist mir das Ganze noch so ein bisschen, ja, die Höhen können noch heller sein hier, gerade so die Bereiche so richtig schön weiß, also nicht weiß, aber doch wesentlich heller, ganz schön. Also gehen wir, erstellen uns eine neue Gradationskurve, Kurvenebene, gehen entweder hier, wenn ihr das hier habt, da hier, das Symbol, oder wir gehen da runter und gehen dann hier auf Gradationskurven. Ich mache das hier immer darüber, dafür habe ich ja meine zwei Bildschirme. Und dann ziehe ich mir hier einfach mal so diese Kurve da hoch. Wunderbar. Das ist so ungefähr das, was ich haben wollte. Ihr seht, das ganze Bild wird heller. Das ist ungefähr das, was ich haben wollte. Ich will natürlich nicht so viel. Tiefen vielleicht noch ein bisschen tiefer. Ja, das ist ungefähr das, was ich haben will. So, gefällt mir gut. Lasse ich so. Gehen wir wieder zurück und stellen das gleiche nochmal. Also entweder hier rüber, Gradationskurven, Ebene oder eben hier unten wieder. Ich mache es wieder hier oben. Und jetzt ziehen wir das mal einfach so schips, einfach richtig hoch. Richtig übertrieben. So, Sinn der Sache. Wir wollen sichtbar machen, was wir ausgewählt haben. Jetzt wählen wir unsere Maske hier von dieser Ebene auf und drücken Steuerung I. Also invertieren. Das bedeutet, die Ebene wird umgekehrt sozusagen. Also sprich, sie wird einfach schwarz. So, dann nehmen wir uns ein Radiergummi und radieren uns die Bereiche, die wir hell haben wollen, wieder raus. Also wie zum Beispiel die Augen. Die will ich ja glänzen haben, die sollen herausstechen. Augen ist was bei Fotos was ganz, ganz Wichtiges, weil die geben die größte Aussage. Also ich sehe das natürlich viel zu übertrieben, wenn ihr das jetzt so anschaut und so, boah, die brennen ja. Will ich ja gar nicht haben, ich will hier nur aufhellen. So, das genügt mir schon. Dann messt halt hier den Unterschied. Gehen wir nochmal ran. Dann seht ihr hier. Zack. Da, das ist das, was ich haben will. Aufgehellte Augen. Seht ihr das? Ja, die sind schon viel dominanter. So, das hier ist der ganze Effekt. Ich tue das Ganze mal hier in eine Gruppe rein tun. Das ist Trick G. Wenn die in Tutorial um. Und dann seht ihr schon, was ich hier haben will. Zum Vergleich. Ungefähr dasselbe, ein bisschen genauer, ein bisschen mehr ausgelotet. Nicht ganz so krass habe ich das vorhin gemacht. Aber mir gefällt diese Variante trotzdem sehr gut. Gut, ich werde diese Photoshop-Datei hochladen, die könnt ihr euch runterladen, dann könnt ihr nachschauen, was ich da gemacht habe. Genau, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, ich werde auf jeden Fall noch weitere Videos machen. Ebenso werde ich ja, sozusagen ein Vorstellungsvideo machen von mir. Und dann könnt ihr auch mir Fragen stellen. Ihr könnt mir Fragen zu Effekten stellen oder Tutorial-Anfragen könnt ihr mir stellen. Mache ich alles gerne, wenn ich Zeit habe. Ich werde mich bemühen, da natürlich euer Niveau zu erreichen und natürlich so schnell wie möglich zu antworten. Nur ich weiß natürlich nicht, wie schnell das dann wirklich funktioniert. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt viel Spaß mit dem Effekt. Probiert's aus. Und ich bin auch sehr offen gegenüber Rückmeldungen. Wie es dann bei anderen Fotos ausschaut. Also schickt mir eine E-Mail mit eurem Foto oder so. Ich werde die E-Mail unten reinschreiben. Gut, tschüss, bis demnächst.